Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Within. Beim letzten Mal haben wir das Aethra UFO gestürmt. Das Aufseher-UFO haben ein Gerät erbeutet, das wir gerade erforschen, und wir haben einen neuen Kontakt entdeckt, nämlich dieses fette Ding da unten. Wir scannen jetzt erstmal nach Aktivitäten, um das Aethra-Gerät fertigzustellen. Neues Forschungsprojekt. Golob-Kammer zum Bau verfügbar. Und die Psi-Rüstung, die bauen wir jetzt auch. Ich würde jetzt eigentlich aber gerne... Ach so, das geht über die Kaserne. Ah, ich bin vielleicht das doof, ey. Okay, wen schicken wir als erstes da rein? Es dauert 3 Tage. Den Mech-Kämpfer können wir nicht. Charles Williams ist noch im Genlabor für 2 Tage und Molly Jackson, guck mal, da ist noch verwundet. Okay, dann schicken wir unseren Sniper da rein. 10 Tage. Oh, 10 Tage ohne Sniper auskommen. Flugzeugtransfer abgeschlossen. Neues Forschungsprojekt. Psi-Rüstung zur Herstellung verfügbar. Okay. 3 Plasmagewehre. Kriege ich viel Geld für. Nicht jetzt, mache ich später. Ich brauche es im Endeffekt nicht mehr. Also es ist im Endeffekt wirklich jetzt nur noch neue Projekte. Wir sollten schnellstens mit der Arbeit an einer Aufbewahrungsmöglichkeit für dieses Gerät beginnen. Ach so, ja. Was wir getan haben, um es zu bekommen, sollten wir es möglichst sicher lagern. Golob-Kammer. Ich hoffe, dass Mary Scott jetzt auch wirklich die Gabe hat. Denn, wenn wir diese Kammer fertig haben, ist sie auch durch. Das war so klar. Okay, ein sehr schwerer Einsatz. Ein sehr schwerer Terroreinsatz auch noch. So, gucken wir mal. Williams, ja, Harogao. Und der. Ja, damit müssen wir jetzt halt leben. Er kriegt aber noch mal eben ein anderes Rüstungsdekor. Ist okay. Und dann legen wir los. Was anderes können wir hier nicht machen, weil wir, also diesen Ratsbericht, der jetzt noch kommt, den müssen wir noch mitnehmen. Danach können wir eigentlich sagen, scheiß auf die Aliens. Kack egal, Hauptsache wir räumen dieses Tempelschiff ab. Ohne Sniper ist ein Terroreinsatz natürlich ziemlich heftig, aber mit Doppel-Heavy müsste das eigentlich auch gehen. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Es gibt weitere Berichte, dass die Aliens in einer Großstadt aktiv sind. Wenn die Aliens Zivilisten angreifen, wird sich eine unkontrollierte Massenpanik ausbreiten. Ja, nicht weiter schlimm. Kriegen wir hin. Kein Problem. Mach ich fertig. So, weg damit. Central, Big Sky nähert sich dem Terrorort. Das ist eine Scheißmap. Erwarten Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Trupp hat Feuerfreigabe bei Feindkontakt. Da, ach du Scheiße! Es sind Zivilisten vor Ort. Ich wiederhole... Zivilisten im Einsatzgebiet. Du Scheiße. Verdammte Kacke, da komme ich ja nicht mal ran. Egal, dann schieße ich halt nur auf ihn. Ist egal. 6 Treffer. Verdammter Kacke, ey. Ich habe jetzt natürlich keinen... Oh, Mist. Okay, komm du mal hierher. Trigger ich den Schuss natürlich. Und er trifft natürlich, war klar. Ugh, scheiße. Oh, das kann gar nicht besser anfangen, diese Mission. Oh, Mann. Verdammter Mist, ey. Okay. Halt drauf hier. 3 Treffer nur. Was zum Glück, dass die normalerweise als erstes auf die Zivilisten schießen. Das heißt, mit ein bisschen Glück muss ich nur 1 Treffer einstecken. So, hier, hau rein. 50% Trefferchance, aber das muss genügen. Oh, Makas, ey. Das ist so ätzend. Okay, den Ding kann ich jetzt nicht mehr sehen, das macht nichts. Dann. Ach, den. Das war ein Sprint? Oh, Leute, ey, ich wollte nicht sprinten. Axt, ey. Da sehe ich nicht mal was. Ja, das ist ja geil. Ich traue mich jetzt hier aber auch nicht rein, weil wer weiß, was hier noch alles so drin ist. Ja. Uncool. Geh zum Angriff über.
Jetzt kann ich nur bis hierhin, oder was? Das ist ja auch scheiße. Hm, sei es drum. Erwischen werde ich ihn eh nicht mehr ganz, aber ich kann zumindest... 33%, ach komm. Lächerlich. Ja gut. Jetzt kann ich nur hoffen, dass er mich Xuma da nicht umbringt. Aber Xuma da verblutet. Nein! Oh. Aber Xuma da hat ja die Modifikation, ist eigentlich nur verblutet, statt zu sterben. Das heißt, ich kann ihn dann noch wiederbeleben. Mann, schieß auf die Zivilisten, du Arsch! Oh, was für Glück, dass der auch zu blöd zum Treffen ist, ey. Jetzt repariert die Drohne natürlich wieder Schadenspunkte bei ihm. Mega ätzend. Drei Treffer wieder drauf. Das ist so scheiße. Nein, nein, nein. Haltet euch fern. Oh, verdammt. Oh, das wird ja... Ernsthaft jetzt, ey. Das ist extrem uncool. Wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt muss ich mich um diese scheiß Chrysaliden kümmern. Das heißt, ich werde erstmal mit meinem Mac losfegen hierher. Nicht spurten. Spurten ist scheiße. Oh, ich komme da niemals nah genug ran für einen EMP. Egal, muss ich probieren. Was jetzt? Alter, du hast gerade geschossen. Wieso bist du jetzt auf Feldposten? Das kann überhaupt nicht sein. Willst du mich verarschen? Oh, das wird ja immer besser. Jetzt habe ich sie, glaube ich, alle getriggert. Und er ist natürlich nicht mehr drin. Das war so klar. Okay, dann muss ich versuchen, den auf normalem Wege auszuschalten. Ich muss diesen Sektorpod jetzt zuerst loswerden. Das geht nicht anders. Das funktioniert sonst einfach nicht. Scheiße. Und die Chrysaliden... Verdammt, wie mache ich denn das jetzt? Das wird Tote geben. Ich wüsste nicht, wie ich das jetzt noch verhindern kann. Die Chrysaliden, die nicht umbringen, dann macht's der Sektorpod. Das ist doch was unfair, ey. Mal gucken, ich könnte jetzt den umklatschen, sicherheitshalber. Oder ich versuche, den umzuklatschen. Kann ich hier nirgendwo Deckung... Könnte ich hier drüben mit einer Rakete reindrücken. Nutzt aber nichts, weil die beiden dann immer noch leben. Verdammte Mist, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich muss den Sektorpod auf jeden Fall in dieser Runde loswerden. Ich habe hier nirgendwo Deckung, das ist echt scheiße. Den dicken. Wenn ich jetzt näher rangehe, sagen wir mal hier hin. Immer noch 50%. Aber man hätte auch stehen bleiben können. Wenn man euch getroffen. Ja, scheiße. Das ist doch jetzt echt kacke, Alter. 65%. Komm, hau rein. Bitte triff den. Macker! Nochmal, komm, triff ihn. Jetzt hat er noch 7. Das schaffe ich aber auch nicht, das reicht nicht. Hol vielleicht schon. Hierher. So. Komm, hau rein. Oh, Junge, du schießt direkt davor. Das kann nicht sein. Mit dem, ich mache mit dem Plasmagewehr maximal 4 Schaden. Das heißt, ich kriege den schon wieder nicht tot.
dann wird er wieder repariert und das ganze Spiel geht nächste Runde nochmal los. Oh, ich hasse das. Verdammte Chrysalin. Wo ist eigentlich mein zweiter Sunny? Da. Nee, den nicht. Den will ich haben. 74%. Komm, hau rein. Ja, sauber. Geil. Okay. Jetzt bist du dran. So. Und jetzt werden reihenweise meine Leute sterben. Shit, ey. Okay, er Nummer 1 schießt schon mal daneben. Nummer 2. Tötet einen Zivilisten. Nummer 3. Nein, nein, nein. Was war das? Wen hat er jetzt umgeklatscht? War das ein Zivilist? Bei den Zivilisten ist mir das egal. Sollen die ruhig auf die Zivilisten schießen? Hauptsache, die lassen meine Leute in Ruhe. Das ist mir egal. Wichtig war, dass dieser Sektorport tot ist. Und hier habe ich natürlich dann gleich auch noch wieder zwei Zombies. Okay. Das lief gut. Du mal hierher. EMP. Ja, ist mir kacke, ich habe das Schaden am Verbündeten verursacht. Das ist halt so ein Kack-Zivilist. So. Oh Mann, ey. Das ist ja echt ungeil. So, 70%. Halt drauf. Sehr gut. Und den nächsten. Feuer frei. Tschüssikowski. Die hat es erledigt. Siehst du nur noch einen. Dann kommst du mal hier rüber gespurtet. 74%. Feuer frei. Wie soll das in der letzten Mission eigentlich funktionieren? Ernsthaft. Kommst du hierher? Feuer. Ach komm. Das ist jetzt lächerlich. Und Feuer. Solltest du jetzt wohl schaffen, ne? Wenn du schon direkt davor stehst. Na also. Geht doch. So. Jetzt haben wir noch einen Heavy. Der rückt auch vor. Und sieht nichts. Das ist jetzt mega kacke. Egal, dann machst du Feldposten und dann hoffe ich einfach mal, dass mir Xumo da jetzt nicht getötet wird. Ach, fuck, um die muss ich mich jetzt ja auch noch kümmern. Und dann gibt es da jetzt mal einen Feldpostenschuss, der natürlich daneben geht. Oh, Xumo da, du kriegst Besuch. Okay, aber an dieser Stelle ist jetzt Schluss, weil die Zeit schon fast um ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM Enemy Within. Bis dann.